Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei Nick. X-Plane 12 scheint direkt vor der Tür zu stehen. Lamina Research hat nämlich letztens, am 30. August, also vor 2 Tagen, einen Tweet auf Twitter veröffentlicht, in dem das folgende stand. We're currently packing up a build that we consider to be a candidate for public early access. Testing will likely start tomorrow and give us a better idea of a timeline. If this alpha build is accepted, we will be able to open early access to everyone. Übersetzt bedeutet das so viel, dass am 31. August, also gestern, das Testing von dem zusammengestellten Build startet, den man als releasewürdig ansieht. Dieser Release-Candidate ist natürlich nur eine Alpha. Und dass die getestet wird, ist gut, und wenn sie es ordentlich machen, dann dauert das eine Weile. Ich hoffe, dass sich das Testing-Team genug Zeit nimmt, um alle Dinge herauszufinden, die möglicherweise noch falsch laufen oder die nicht so sind, wie sie sein sollen. Das Schlimmste, was X-Plane 12 passieren könnte, ist, dass es in einem unfertigen Zustand herauskommt oder so, dass es gar nicht funktioniert. Ich kann mir das bei Laminar Research zwar eigentlich nicht vorstellen, denn die haben bisher immer sehr gute Arbeit abgeliefert und dafür gesorgt, dass ihre Produkte das halten, was sie versprechen und dass sie fertig sind, wenn sie herauskommen. Nichtsdestotrotz sollte es natürlich auch eine wesentliche Grundlage im Testen von Alpha-Versionen sein, dass man sich ausreichend Zeit dafür nimmt, um herauszufinden, was möglicherweise noch falsch läuft und Fehler, so sie vorhanden sind, erkennt, damit sie behoben werden können. Da das Testing also am 31.08. diesen Jahres, also gestern, gestartet ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir diese Woche noch etwas davon hören. Es könnte natürlich sein, dass vom Testing-Team gar nichts oder nur wenig gefunden wird, was wenig Zeit oder eben auch gar keine Zeit benötigen würde, um es zu fixen. Dann könnte es sein, dass das Testing diese Woche bereits abgeschlossen wird. Ich persönlich glaube allerdings eher nicht daran und hoffe, wie gesagt, darauf, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt. Das wiederum würde bedeuten, dass X-Plane 12 möglicherweise nächste Woche schon in der Alpha erscheinen könnte. Das wäre für die meisten Leute ziemlich cool, für mich persönlich dann allerdings doch eher weniger, weil ich nämlich nächste Woche die ganze Zeit in London bin. Das würde natürlich bedeuten, dass, falls es wirklich nächste Woche herauskäme, ich keine Zeit hätte und auch gar nicht die Möglichkeit, denn ich bin ja physisch gar nicht hier, Videos, Streams und sonstige Releases dazu zu produzieren. Bisschen ärgerlich, wenn man überlegt, dass die Leute ja daran interessiert sind, wie dieser Sim ist, wenn er herauskommt. Und wenn er schon eine Woche alt ist, dann ist das nicht mehr ganz so schön. Aber vielleicht kommt er ja auch erst später, dann, wenn ich wieder da bin, und dann ist das Ganze obsolet. Worauf ich damit hinaus will, sollte allerdings mittlerweile klar sein, oder? Immerhin weiß keiner von uns, wann der Sim kommt. Weder ich, noch ihr, noch irgendjemand anders, außer dem Team bei Lamina Research. Wenn er dann kommt, könnt ihr aber sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden, und Content gibt's dann natürlich auch in Form von Streams und Videos. Bis dahin allerdings müssen wir uns noch ein wenig gedulden, denn wie gesagt, weiß niemand, wann X-Plane 12 released wird. Und dann habe ich noch was für den MSFS. Innebuilds hat nämlich angekündigt, noch 2 weitere Flugzeuge für den MSFS bauen zu wollen, und zwar ebenfalls kostenlos in Kooperation mit Microsoft. Der A310 dürfte bereits bekannt sein. Das ist ein Flieger, der jetzt irgendwann demnächst in einem Sim-Update kommt, aber den meine ich hier auch gar nicht, sondern die Grumman G21, die Goose, also Gans, und die Curtis Jenny. Die Jenny ist ein ziemlich alter Flieger, ein Doppeldecker mit einem Motor, ungefähr aus der Zeit der 1920er Jahre. Wie die das Ding umgesetzt haben, würde mich allerdings mal interessieren, denn es gibt nicht ein einziges flugfähiges Exemplar, soweit ich weiß, nicht mal eines, bei dem man den Motor laufen lassen kann. Und wie man damit dann Soundaufnahmen machen möchte oder das Flugmodell herausfinden will, das fände ich doch schon interessant. Bei der Grumman Goose hingegen ist das ziemlich einfach. Der Flieger stammt aus den 1930er bzw. 40er Jahren, je nach Version, und ist ein Wasserflugzeug. Den Leuten, die damals im FSX unterwegs waren, dürfte dieser Flieger bekannt sein, das ist nämlich einer der Standardflieger gewesen. Innebuilds hat die Grumman in einer relativ rudimentären Version für den MSFS umgesetzt, das heißt also in solcher, die wahrscheinlich auch in den damaligen Jahren zu finden gewesen wäre. Das Cockpit sieht zumindest so ähnlich aus. Bei dem Flieger hier ist das relativ einfach herauszufinden, wie er sich fliegt und welche Sounds er hat, immerhin gibt es ja noch eine ganze Menge davon. Ob diese Flieger für die ein oder anderen Personen interessant sind, wird sich zeigen.
Mich persönlich reizt das jetzt nicht unbedingt, auch wenn sie vielleicht als Standardflugzeuge und demzufolge kostenlos kommen, denn ich bin eher ein Freund von etwas moderneren Flugzeugen. So ab der DC-8 oder so geht das dann los. Und diese etwas älteren Flieger, die sind für mich einfach irgendwie uninteressant. Aber vielleicht geht das ja auch nur mir so und für euch sind die Dinger super interessant. Diese drei Flieger, der A310, die Grumman Goose und die Curtis Jenny, sollen mit dem 40th Anniversary Edition Update kommen, das am 11. November 2022 geplant ist, also in knappen 2 Monaten. Ich bin da wirklich gespannt drauf, vor allen Dingen auf den A310, denn möglicherweise bekommen wir damit ein direkt gut funktionierendes und toll umgesetztes Flugzeug für Langstrecken. Aus meiner Sicht ist das eine Kategorie an Fliegern, die dem MSFS noch fehlt und die vor allen Dingen für das Cross the Pond, das ja ebenfalls im November sein soll, interessant werden könnte. Ich persönlich werde das CTP allerdings höchstwahrscheinlich mit einem der PMDG Business Jets fliegen, einfach weil man mal ein kleines Flugzeug über den Teich jagen kann. Habe ich lange nicht mehr gemacht, könnte spaßig werden und deswegen tun wir das. Bis dahin allerdings müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, denn das CTP ist ja nun gerade erst angekündigt worden. An dieser Stelle sind wir dann aber auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!